Hallo und herzlich willkommen zur Produktvorstellung. Ihr hört richtig, es gibt wieder Neues aus dem Hause Black Hat und aus dem Grund bleibt dran. Ja, das Warten hat ein Ende. Ab sofort sind die neuen Frontzonenbleie beim Händler eures Vertrauens erhältlich. Die neuen Frontzonenbleie gibt es in Glow in the Dark und Schwarz. Sowohl in 10, 20, 30 und 40 Gramm. Die Frontzonenbleie schaltet man auf das Vorfach ungefähr so 10 bis 20 cm vor dem Haken. Mit Hilfe der Frontzonenbleie können agile Köder oder Allgemeinköder in einer Strömung noch besser präsentiert werden. Die Löcher beim Frontzonenblei sind so groß gewählt, dass ihr ohne Probleme mit der 1,3er Mono durchkommt. Die Form der Frontzonenblei ist bewusst gewählt. Sie sind sehr klein und etwas klobiger. Somit haben sie einen idealen Schwerpunkt in der Mitte und nur wenig Strömungswiderstand. Somit können zum Beispiel agile Köder noch mehr in ihre Bewegung eingeschränkt werden. Die Glow in the Dark Bleie sind mit einer Fluoreszenz beschichtet. Diese speichern Sonnenenergie und geben sie über längere Zeit ab. Somit habt ihr immer eine gewisse Leuchtquelle direkt am Köder, was den ein oder anderen Biss provoziert. Hier haben wir einen schönen Fisch aus der Elbe. Hier vorne die neuen Frontzonenbleie von